Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich sage euch herzlich willkommen und diesmal gleich am Anfang abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da und fühlt euch frei, meine Videos auf den sozialen Medien zu verbreiten, zu teilen. Wo wir schon dabei sind, abonniert auch meinen Telegram-Kanal, ich bin ja auch auf Telegram. Alle Links unten in der Beschreibung. Wenn ihr da schon ab und zu mal reinschaut, dann werdet ihr das Neueste gesehen haben. Ich habe vom digitalen Chronisten, der ja auf YouTube momentan nicht mehr so kann, wie er möchte, der hat verschiedene andere Kanäle auf anderen Plattformen, zum Beispiel auf Odyssee. Da habe ich sein letztes Werk quasi heruntergeladen und auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht, natürlich mit Quellenangabe. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Es geht um das Triell, ne? Nicht Duell, sondern Triell, weil ja drei Leute da um die Kanzlerschaft streiten. Ja, wenn drei sich streiten, freut sich hoffentlich der oder die vierte. Denn was mich da so ein bisschen auf die Palme bringt, ist, dass da jetzt quasi den Leuten vorgegaukelt wird, schaut mal, das sind die drei Kanzlerkandidaten, wen von denen wollt ihr denn wählen? Ja, und dabei fallen hinten runter die anderen drei Parteien, die im Bundestag vertreten sind, nämlich die FDP, die Linke und vor allem natürlich auch die AfD, die einzige wirkliche Oppositionspartei im Bundestag. Ja, und die Leute unbewusst, ach ja, wen von den drei Kandidaten wähle ich denn mal, ne? Ja, das ist wahrscheinlich Sinn der Sache. Ne? Das geht ja nicht darum, was die zu erzählen haben. Das ist sowieso nichts Gescheites. Wenn wir hier jetzt den Scholz sehen, der ja zum Sieger gekürt wurde, nach diesem Triell, ja, da haben wohl alle schon die ganzen Skandale um Wirecard vergessen und was da sonst noch so an ihm haftet. Aber wenn der dann schon von diesen dreien noch der beliebteste ist, dann kann man sich ja vorstellen, was die anderen beiden sind. Ne? Also Laschet, Merkel 2.0, weiter so. Ne? Und Frau Baerbock, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Ja, die als Bundeskanzlerin, da können wir hier den Laden gleich ganz dicht machen. Obwohl mit Scholz wird das wahrscheinlich auch nicht viel besser werden. Der hat ja jetzt auch schon angekündigt, ja, vermutlich wird uns der Strom in Zukunft zugeteilt werden. Und dann gibt es auch immer wieder Zeiten, wo es vielleicht auch mal gar nichts gibt. Ja, das hat ja Herr Altmaier vor einigen Wochen schon mal so in einem Nebensatz angedeutet, dass der Strom vielleicht irgendwann mal so zur Mangelware werden könnte, denn es soll ja jetzt alles hier klimaneutral produziert werden. Und dafür brauchen wir Windräder und dafür muss auch der Wind wehen. Dafür brauchen wir Sonnenkollektoren, Photovoltaik und was es da alles gibt, aber dafür muss dann auch die Sonne scheinen. Ja, und wenn wir meinen, dass wir damit den Strombedarf hier in Deutschland decken können, dann sind wir aber sowas von auf dem Holzweg. Ja, wir müssen ja jetzt schon immer zukaufen von Frankreich oder Tschechien oder wo auch immer her. Ja, und wenn hier dann wirklich dann Sperrstunde ist und dann ist der Strom mal eben weg, ja, was wird denn dann mit dem Kühlschrank, was wird denn dann mit dem Gefrierfach, was wird denn dann mit der Gefrierkombination oder der Eisschrank oder was man da sonst noch so hat, um seine Lebensmittel zu lagern. Ja, sollen wir dann nur noch Dosensachen essen oder Trockenfutter? Ich kann mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass das überhaupt eine Option ist, darüber nachzudenken. Also in allen Teilen der Welt baut man Kohlekraftwerke, weil der Strombedarf überall ansteigt. Bei uns steckt er natürlich auch an, wenn jetzt alle Leute Elektroautos fahren sollen. Wie soll das denn funktionieren? Der Strom kommt aus der Steckdose, aber dann vielleicht nicht mehr, weil dann halt eingespart werden muss, ne? Ja, und dann wird zugeteilt und dann gibt es auch mal eben, wie gesagt, Zeiten, wo es auch mal gar nichts gibt, ne? Ja, und dann tauen ja da die ganzen Lebensmittel im Gefrierfach auf oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, also da haben sie natürlich alle überhaupt noch keinen Plan und kein Konzept, bis auf vielleicht die AfD, die sagt ja, dann betreiben wir doch die Atomkraftwerke weiter und Kohlekraftwerke sind ja auch nicht so schlimm, denn CO2 ist ja nun wohl doch nicht klimaschädlich. Jedenfalls, wenn es nach einem Teil der Wissenschaftler geht, die nämlich diesem angeblich menschgemachten Klimawandel sehr kritisch gegenüberstehen und sagen, das stimmt ja gar nicht. Was uns ja alles noch so bevorsteht, da wagt man ja gar nicht, sich das auszudenken.
Ja, ab 2030 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das heißt, wir können unsere alten Kutschen dann natürlich noch fahren. Ja, dann haben wir dann irgendwann unsere Autos, aber die sind dann vielleicht schon 20, 30 Jahre alt, ne, wenn wir sagen, wir wollen die aber weiterfahren. Und wie hoch dann der Benzinpreis oder der Dieselpreis ist, das kann heute auch noch keiner sagen. Ne. Wahrscheinlich müssen wir dann noch einen Nebenjob annehmen irgendwo, damit wir dann noch den Benzinpreis wuppen können. Und dann vielleicht auch die Reparaturen, die dann ja auch immer mehr werden bei so alten Autos. Das ist also wirklich eine Zukunftsaussicht. Deutschland wird zu einer Bananenrepublik. Es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann. Wir haben in Deutschland das Problem, dass immer mehr Geld dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird und damit auch dem Zugriff des kleinen Mannes, ne, und des Mittelstandes, was die Wirtschaft angeht. Mittelstand ist ein großer Arbeitgeber, Mittelstand erwirtschaftet hier sehr vieles, aber der Mittelstand wird immer mehr abgeholzt. Es gibt immer mehr Macht für Konzerne, die dann halt alles unter sich haben und sich den Markt untereinander aufteilen. Ja, und der Mittelstand, der wird immer mehr so abgeholzt, der wird wegrationalisiert. Und am Ende sind wir tatsächlich nur noch die Sklaven der Konzerne. Ja, Digitalisierung, ne, bald machen die Arbeit dann auch nur noch die Maschinen. Ja, und diesen Geldkreislauf in der Wirtschaft, wenn ihr euch mit BWL und VWL, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre auskennt, ja, dann wisst ihr, dass es immer so einen Geldkreislauf gibt in der Wirtschaft, ne. Das bedeutet, ja, zum Beispiel ein Konzern hat viele Mitarbeiter, die kriegen natürlich Gehälter, die kaufen irgendwas dafür. Ne, dafür sind dann wieder andere selbstständige Unternehmer oder Konzerne, die das Geld einnehmen. Dann wird das wieder investiert oder als Löhne ausbezahlt und denen ihre Leute und die kaufen dann auch wieder irgendwas. Und so bleibt das Geld eigentlich immer in Bewegung und in Schwung. Es wird aber immer weniger Geld. Das Geld geht praktisch auf dreifache Weise aus dem Wirtschaftskreislauf heraus. Da haben wir zum einen die Reichen, die immer reicher werden. Ne? Die Reichen dieser Welt, die Milliardäre, haben bei Corona massiv ihr Vermögen vermehrt. Ja, da wird also ordentlich Geld gescheffelt. Das kann man sich ja dann auch vorstellen, dass wenn das Geld dann bei wenigen Leuten landet, dass die das vielleicht dann gar nicht mit dem Wirtschaftsfluss, dem Wirtschaftskreislauf zuführen, sondern dass es dann irgendwo versickert, ne, und beiseite geschafft wird. Ja, das Zweite ist natürlich, dass die großen Konzerne Rücklagen bilden müssen. Beispiel Automobilindustrie, da wurde getrickst, da wurde betrogen. Und dann kommt natürlich das Gericht, irgendeins in Amerika oder in Europa oder so, und sagt so, Freunde, jetzt müsst ihr ja mal ordentlich blechen. Das kostet euch jetzt mal, was weiß ich, 50 Milliarden Dollar oder Euro Strafe, ne? Und das Geld, das können die dann auch zahlen. Warum? Weil sie es bei Zeiten zurückgelegt haben, extra für solche Fälle. Und das Geld fehlt natürlich dann auch im Wirtschaftskreislauf. Ja, und dann wundern sich natürlich die Menschen in unserer Gesellschaft, dass ihre Kaufkraft nachlässt, dass sie immer weniger Geld im Portemonnaie haben. Ja, das Geld wird irgendwo gebunkert, ne, wird zurückgelegt und dann können die Konzerne halt Strafzahlungen zahlen, wenn es sein muss, wenn sie verdonnert worden sind. Das Geld, was die halt zurücklegen, das fehlt dann in den Taschen vielleicht auch der kleinen Leute. Okay, und der dritte Punkt, warum das Geld immer weniger wird in unserer Gesellschaft, das ist die Regierung. Ne? Wenn wir zum Beispiel sehen, im Jahr 2021 hat Deutschland an die NATO 53 Milliarden Euro überwiesen. Ja, was zahlen wir an die EU? Und wie wenig bekommen wir dann im Gegenzug wieder raus? Ne? Ja, wir bezahlen ja praktisch den ganzen EU-Haushalt. Die anderen zahlen auch, aber die kriegen wahrscheinlich mehr raus, als sie einbezahlt haben, damit sie bei Laune und bei der Stange gehalten werden. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, die EU zu verlassen. Ja, und Deutschland darf es sowieso nicht. Ja, wir müssen den Laden finanziell zusammenhalten und finanzieren. Und wenn ich dann noch so höre zum Beispiel oder lese, dass wir etliche Millionen, Hunderte von Millionen, ich weiß nicht genau wie viel, wenn wir da solche Unsummen nach China überweisen als Entwicklungshilfe, ne? Ein Land, das zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt gehört, dem zahlen wir noch Entwicklungshilfe. Ne? Ja, das ganze Geld, was wir ins Ausland geben, teilweise verschwenden oder jetzt zum Beispiel auch durch den unnötigen Lockdown. Hätten wir auf die Lockdowns verzichtet, die wir bisher hatten,
Ja, dann hätten wir auch nicht irgendwelche Konzerne retten müssen, ne? Die Lufthansa Millionen oder Milliarden, ich weiß gar nicht, wie viel die gekriegt haben, jedenfalls auch Unsummen. Und dann wurde im großen Stil ausgekehrt, ne? Natürlich hat dann der kleine Unternehmer, der kleine Selbstständige kaum was bekommen. Vielleicht nur so ein bisschen was, um den hohlen Zahn zu füllen. Ja, aber da sind insgesamt auch wieder Milliarden rausgegangen. Ja, oder 2015, Flüchtlingskrise, wir können die Grenzen nicht zumachen. Ja, doch, komischerweise ging das dann bei der Pandemie, da konnte man dann die Grenzen zumachen. Aber das hat auch Milliarden gekostet, diese Menschen erstmal aufzunehmen und ja, dann halt auch unterzubringen, zu versorgen und so weiter. Und viele von denen waren gar nicht berechtigt, hier in unserem Land halt zu sein. Damals, wer das laut gesagt hat, der hat dann irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf bekommen. Das N-Wort oder andere Worte, ne? Und heute sagen das Politiker selber, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ne? Und da müssen wir mal schauen, wo wir wirklich überall das Geld verschwenden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehe, für Klima, was da an Geld rausgehauen wird, obwohl es auch sehr viele renommierte Wissenschaftler gibt, die sagen, CO2 hat nichts mit der Klimaveränderung zu tun und das ist alles eben nicht menschgemacht. Ja, aber trotzdem, ja, wir müssen jetzt hier nicht nur Atomkraft abschalten, sondern auch Kohlekraft und wir müssen Milliarden ausgeben, Milliarden. Und Frau von der Leyen von der EU will sie einen Plan auflegen, der mindestens 1 Billion oder 1,5 Billionen Euro kostet, ne, für alles für das Klima. Also jetzt mal unabhängig von der EU, allein mal Deutschland betrachtet, wenn wir das Geld, was wir verschwenden oder was unsere Regierung verschwendet, ist ja unser Geld, sind ja unsere Steuergelder, wenn das Geld, was die Regierung verschwendet, wenn man das vernünftig einsetzen würde, dann hätten wir hier in Deutschland keine Probleme mit den Renten, dann hätten wir keine Probleme mit der Bildung und mit den vielen anderen Baustellen, wo die Regierungsangehörigen immer nur mit den Schultern zucken und sagen, tut mir leid, ist kein Geld da. Na, aber für jeden Unsinn, für Gender, für dritte Toiletten und was weiß ich, überall wird Geld rausgehauen. Ja, und Millionen, Milliarden, darf es noch etwas mehr sein. Ne? Und China, Entwicklungshilfe und so weiter und so fort, habe ich ja schon einen Teil zumindest aufgezählt. Wenn man das ganze Geld nehmen würde, hier in Deutschland einsetzen würde, dann wäre es ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Dann wäre es das beste Deutschland aller Zeiten. Und dann würden wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr 2000 gut ausgebildete deutsche Facharbeiter das Land verlassen. Ja, da muss die Politik mal drüber nachdenken. Aber das steht ja nicht auf ihrer Agenda, da stehen ja ganz andere Dinge. Und somit wird dieses Land systematisch runtergewirtschaftet, an die Wand gefahren. Ja, wer Kritik äußert, der muss dann auch noch damit rechnen, dass er Repressalien erfährt. Wir sehen es ja, wie viele Videos hier auf sozialen Netzwerken gelöscht werden, wie viele Kanäle gecancelt werden, ja, wie viele Leute gesperrt werden und so weiter und so fort. Man darf ja schon nicht mehr eine andere Meinung äußern als das, was die Regierung vorgibt. Willkommen in der DDR 2.0. Wir haben Kontrollmaßnahmen, wir haben hier alles Mögliche, was es damals vielleicht auch schon ansatzweise in der DDR gab und die Möglichkeiten, die die Regierung heute hat. Da wird die DDR blass vor Neid. Wir haben nach dem Krieg gesagt, nie wieder totalitäre Regime und so weiter. Aber das, was wir heute hier in Deutschland erleben, ja, da sind wir schon wieder auf dem besten Weg dorthin. Das Wort beste streiche ich, auf dem schlechtesten Weg dorthin. Denn es wiederholt sich alles. Und wer nicht aus der Geschichte lernt, der ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Und ich frage mich, warum die Menschen heute alle so begeistert sind und hinterherlaufen. Und ja, wir müssen das Klima retten. Und ja, wir müssen die Maßnahmen alle mitmachen. Und ja, wir müssen uns den Peaks holen. Und ja, wir wollen unsere Freiheiten wieder haben. Ja, glaubt doch nicht, dass ihr die Freiheiten wieder bekommt. Ein Teil der Freiheiten, vielleicht so ein paar Bonbons, die man euch vor die Füße wirft. Ne? Ja, und dann am Ende des Tages, nach einem halben Jahr, ja gut, jetzt braucht ihr aber auch wieder die Auffrischung. Da braucht ihr nicht denken, dass das irgendwo ein Ende hat, es sei denn, wir beenden es. Ne? Wir sagen, wir machen da nicht mehr mit, gehen vielleicht auf die Straße. Aber da sehen wir auch die Polizeibrutalität. Ja, da braucht die Polizei sich nicht zurückzuhalten.
Ja, wenn die Antifa demonstriert und mit Gehwegplatten von Baugerüsten runterwirft auf die Polizisten oder mit Brandbomben oder mit Steinschleudern schießt, ja, da muss man deeskalierend agieren, ne? Aber wenn dann friedliche Familien unterwegs sind, alte Leute und Kritik an den Maßnahmen äußern, dann kann man die Leute zu Boden reißen, dann kann man auf ihn rumtreten. Ja, da kann man die wirklich platt machen. Da gibt es dann noch Applaus von der Regierung. Ja, ich bin ja schon froh, dass die UNO darauf aufmerksam gewesen ist, dass der zuständige Funktionär, der zum Beispiel gegen Folter und sowas vorgehen soll, sich jetzt auch Deutschland annimmt und sich mit der Polizeigewalt befasst. Also es tut schon wirklich weh, wie dieses Land sich entwickelt, dass es immer mehr zur totalitären Entwicklung kommt und dass die Menschen immer mehr drangsaliert werden, dass sie immer mehr Meinungsfreiheit einbüßen und auch die anderen Grundrechte, Gewerbefreiheit, Versammlungsfreiheit und Reisefreiheit und auch was wir sonst noch so haben, das wird alles einkassiert und die Leute schreien, ja, gebt uns mehr davon, ja, und sind dann vielleicht schon froh, wenn sie mal wieder in die Kneipe dürfen oder so und feiern dürfen. Aber was hier in der Gesellschaft los ist und in welche Richtung sich das entwickelt, ja, das ist einfach unglaublich. Das dürfen wir uns auch nicht länger gefallen lassen. Und ich denke, dass jetzt die Wahl in diesem September vielleicht eine der letzten Chancen ist, noch etwas dagegen zu tun. Und deswegen werde ich auch nicht müde aufzurufen, die einzige Oppositionspartei zu wählen, das Kreuz an einer alternativen Stelle zu machen. Da geht es auch um jede Stimme, denn je mehr Abgeordneten die alternative Partei in den Bundestag hineinbekommt, desto weniger Abgeordnete bekommen die anderen hinein. Und wir können froh sein über jeden der Altparteien, über jeden Abgeordneten dort, der es halt nicht schafft, in den Bundestag wieder einzuziehen. Ich habe zum Beispiel auch kein Interesse mehr daran, diese ganzen Altparteien, Abgeordneten zu alimentieren mit fetten Diäten und so weiter. Und schlechter können es die Alternativen auch nicht machen. Ich denke, die haben eine Chance verdient. Wenn wir jetzt auch noch drüber nachdenken, im Jahr 2025 sagte Martin Schulz, will er die Vereinigten Staaten von Europa haben und dass er auch nicht der Einzige, der das will. Ja, dann haben wir hier in Deutschland noch weniger zu lachen. Wir müssen zusehen, dass wir das Schlimmste verhindern und dann halt eben unser Kreuz bei der alternativen Partei machen, bei der einzigen Oppositionspartei, die eben nicht diesen ganzen Schwachsinn mitmachen will. Diese Partei wird zwar als rechts gebrandmarkt und was weiß ich alles, aber schaut euch doch das Parteiprogramm an. Das ist friedlich, das ist zukunftsorientiert und das ist auch frei von den ganzen Sperenzien, die die anderen Parteien machen. Ich denke, dass wir unter der alternativen Partei wesentlich besser leben können als unter den anderen, die unsere Freiheiten immer mehr einschränken, die uns den Strom zuteilen wollen, die dafür sorgen, dass wir im Winter die Heizung nicht mehr anmachen können, weil es auch zu teuer sein wird. Und was kommt als nächstes? Wird man uns auch das Wasser rationieren? Dass man sagt vielleicht, ja, jeder Haushalt kriegt pro Person 10 Liter Wasser, sieht zu, dass ihr damit klarkommt. Oder wie soll das dann werden? Ich denke, dass wir eine andere Partei an der Regierung brauchen. Und da gibt es wirklich nur eine Oppositionspartei. Lasst euch auch nicht von diesen ganzen kleinen Parteien da bezirpsen, denn von denen schafft es kaum eine über 5%. Und selbst wenn, da gibt es ja auch keine richtigen und fertigen Konzepte. Und dann muss man da auch mit Überraschungen rechnen. Den einzigen, die ich halt das zutraue, dass sie es hier wirklich anders, sprich besser machen, das ist halt die alternative Partei. Und deswegen kann ich nur aufrufen dazu, diese Partei zu wählen. Ja, wie gesagt, es wird hier immer schwieriger. Und wenn tatsächlich diese ganzen Entwicklungen sich immer weiter fortsetzen, dann muss man auch wirklich schauen, ob man in diesem Land bleibt. Aber warten wir erstmal ab. Vielleicht wird sich auch alles noch wieder zum Besseren wenden. Ich hoffe ja immer noch, obwohl ich es nicht glaube und auch nicht sehe, dass vielleicht doch irgendwann die Mehrheit hier aufsteht und sagt, wir lassen uns nicht weiter veralbern von den Altparteien. Ja, und dass man dagegen vorgeht und zeigt, dass man damit unzufrieden ist mit dieser Politik, die auf unserem Rücken da verzapft wird, mit unseren Geldern, die uns abgepresst werden und die dann irgendwo einfach verbrannt werden. Das kann so nicht weitergehen, das darf so nicht weitergehen.
Wir müssen aktiv werden dagegen. Und wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel kritische Videos von YouTubern oder von Betreibern anderer Plattformen zu teilen, zu verbreiten, ja, auf unseren sozialen Medien weiterzugeben. Wir haben die Möglichkeit, Videos per Link weiterzugeben. Ja, und da gibt es sehr viele, die sehr guten Inhalt produzieren, wie zum Beispiel Miriam Hoop oder Digitaler Chronist, Carsten Jahn und wie sie alle heißen. Da gibt es ja noch viele weitere. Könnt auch meine Videos gerne weiter verbreiten. Abonniert solche Kanäle, macht die Glocke an, drückt auf alle, damit ihr auch wirklich benachrichtigt werdet. Liked auch die Videos. Jedes Like hilft, dass ein Video vielleicht etwas mehr Verbreitung findet, dadurch, dass der Algorithmus dann vielleicht etwas besser in Schwung kommt. Unterstützt also die alternativen Medien und die Content-Betreiber, ne? Dass die Warnungen halt rausgehen. Wir müssen an unser Land denken, wir müssen an unsere Kinder denken, an unsere Mitmenschen und an unsere Zukunft. Und ich möchte nicht in den Vereinigten Staaten von Europa leben. Ich wäre dafür, vielleicht sogar aus der EU auszutreten und dann vielleicht wieder zu der Wirtschaftsnation zu werden, die wir früher einmal waren. Und wenn man eine europäische Gemeinschaft haben möchte, eine europäische Community, dann geht das auch wie in den Anfängen, wo man einen europäischen Binnenmarkt hatte mit der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber dieses Konstrukt, dieses Monster EU und Vereinigte Staaten von Europa, das braucht keiner. Da ist Deutschland nur die Melkkuh und muss das alles finanzieren. Und am Ende des Tages haben wir da nun wirklich nicht viel, was wir da auch wieder rausbekommen. So viel für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch alles Gute. Euer Alex von Mackie.